Ja, hallo, hier ist wieder der Olaf aus der wunderschönen Provinz Chiang Mai. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben in Thailand. Dies ist eine Spezialfolge, etwas kürzer als die normalen Folgen, denn es gibt einen wichtigen Grund, ein extra Video zu drehen, denn ich habe es endlich geschafft, 500 Abonnenten oder Abonnentinnen. Diese magische Zahl habe ich letzte Nacht geknackt. Das freut mich wahnsinnig. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank an alle Abonnentinnen und Abonnenten, dass ihr unseren noch kleinen Kanal abonniert haben. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe ja meinen Kanal Ende April 2020 ins Leben gerufen. Es brauchte so ein, zwei Monate, bis ich da mal wenigstens 100 Abonnenten hatte. Aber ich wollte trotzdem nicht aufgeben und immer dranbleiben. Wie ihr jetzt wisst, in letzter Zeit habe ich einiges verändert und das hat sehr viel gebracht. Also jetzt über 100 Abonnenten in knapp 2 Wochen dazugekommen. Also da sehe ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin mit diesem Mittwochsvideo über mein Leben in Thailand und dem Samstagvideo über Thai Food. Also das werde ich auch so beibehalten, wie ich an anderer Stelle bereits mal erwähnt habe. Deswegen auch nochmals vielen lieben Dank, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, drückt unten bitte auf die Glocke und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank. Ja, vielleicht wundert ihr euch, warum meine Stimme heute ein bisschen tiefer und kratziger ist. Dass wir 500 Abonnenten erreicht hatten, das musste natürlich gefeiert werden. Dazu kam noch, dass wir Neujahr gefeiert haben, obwohl ja gestern bereits der 2. Januar ist. Zusammen mit Familie und Freunden haben wir da eine tolle Party gehabt, was Feines gegessen, natürlich viel Bier getrunken. Deswegen ein bisschen eine kratzigere Stimme heute. Ja, noch ein großes Dankeschön an alle YouTuber, welche meinen kleinen Kanal unterstützt haben. Sei es, dass sie den Kanal auf ihrer Facebook-Seite erwähnt haben oder teilweise sogar in einem Video darauf hingewiesen haben, man soll doch mal meinen Kanal anschauen. Das hat sehr viel gebracht. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ja, ich möchte mich noch ganz herzlich bei Stefan bedanken. Stefan betreibt ebenfalls einen YouTube-Kanal. Sein Kanal heißt Stefan entdeckt die Welt. Er lebt zusammen mit seiner Frau in Nordthailand, in der Provinz Lamphun, und dreht dort spektakuläre Filme über die Gegend, wo er lebt. Also sei es mit Drohnenaufnahmen, welche wirklich super sind, selten so gute Drohnenaufnahmen gesehen. Und dann führt er euch auch mit seinem Roller durch die Gegend, zeigt euch dort Kaffeeplantagen, Tempelanlage und natürlich sonst ganz tolle Sachen, wo man dort anschauen kann. Und dazwischen hat er auch mal eine Serie gemacht über den Bau seines Gästehauses. Also ich kann euch wirklich empfehlen, abonniert diesen Kanal, schaut euch die Filme Stefans an. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu seinem Kanal. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Dominik. Dominik hat ebenfalls einen YouTube-Kanal in Thailand. Sein Kanal heißt Eisbeinfisch. Wenn man den Namen Eisbeinfisch hört, denkt man vielleicht nicht unbedingt an Thailand. Weswegen der Kanal so heißt, erfahrt ihr in einem seiner Videos. Bitte schaut auch seine Videos an und abonniert seinen Kanal. Er lebt zusammen mit seiner Frau im Südistan und dreht von dieser Gegend wunderbare Filme, aber auch Filme, ein bisschen tiefgründiger Filme über den Sinn des Lebens, über das Glücklichsein, über Meditation und so weiter. Also schaut euch auch unbedingt seine Filme an. Den Link zu seinem Kanal findet ihr auch ebenfalls unten in meiner Videobeschreibung. Viel Spaß beim Anschauen. Ja, im neuen Jahr wird es so weitergehen wie im alten Jahr. Also am Konzept des YouTube-Kanals werde ich vorläufig nichts ändern. Das heißt, wie gewohnt, am Mittwoch die beliebten Mein Leben in Thailand-Videos und am Samstag jeweils ein Thai-Food-Video. Das nächste Video gibt es bereits am Mittwoch, und zwar ein Video über unser Geisterhaus, dann über Buddha-Tag und passend dazu zeige ich euch noch den größten und schönsten Tempel von Wat Sing, den Wat Pakong Makam Thau. Schaut euch dieses Video unbedingt an. An dieser Stelle wie immer, abonniert bitte meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wichtig, drückt unten auf die Glocke. Bleibt gesund. Bis bald, euer Olaf.